Okay. Okay. What happened? I don't know. Why isn't Ven here? Very well, then. I will send my pupils to investigate. Yes, I understand. Farewell. Oh, Scheiße. Die magische Edelstein-Nachricht. That was my dear old friend Yen Sid. As you know, he is master no more. But he still keeps a close eye on the tides of light and darkness. His counsel serves as signposts on the road we wielders of the Keyblade must walk. All the more reason then for concern, for he tells me the princesses of heart are in danger. Not only from the forces of darkness, as you may assume, but also from a new threat, one that feeds on negativity. Fledgling emotions that have taken monster form. Yen Sid calls them the Unburst. Weil es zu easy wäre, noch mal die Herzlosen einzuführen, nicht wahr? You are tasked with striking down any who would upset the balance of light and darkness. The Unburst are no exception. I tried to pass this news on to Master Xehanort, but my repeated attempts to reach him have failed. I doubt there is any connection, and yet this all troubles me. Master Xehanort? Is gone. Okay, let me get this straight. So here we are. I need you two to get this situation under control. Eliminate the Unversed and find Master Xehanort. I have unlocked the lanes between. You may use these forbidden pathways to travel between this world and countless others. Darkness looms closer than usual within these spaces, but your armor will protect you. Lastly, remember that order must be kept. You cannot tell anyone there are other worlds. And fulfill your duty. Yes, Master. Terra. Was willst du, Hanzo? Consider this an opportunity. A second chance for you to change my mind. What? You must know, I care for you like my own son. If I could have my way, I would name you master in a second. But how can I, when you are so obsessed with power? Terra, you mustn't be afraid of losing. Fear leads to obsession. Ein bisschen leise, ja. Aber das Problem ist, vorhin war es noch mega laut. Warte mal, I fixed this. You must never forget. Never spaghetti. Thank you, Master. I swear, I will not fail you again. Nö, Gleichgewicht, Licht und Dunkelheit. Du bist kein Meister, ne? Du hast ein paar dunkle Funken an der Hand gehabt, ey. Wisch dir mal ab, ey. Scheiß Meister-Arschloch. It's okay. Hey, Chris. Eine ganz blöde Frage. Warum habt ihr diese Rüstung eigentlich nicht während eurer Prüfung getragen? I mean, just in case. Vor allem, warum sieht das Ding aus wie ein Bionicle? Um genau zu sein. Sekunde. Sekunde mal. Sekunde mal. Sorry, dass ich jetzt hier gerade unterbrechen muss. Aber... Sekunde mal. Das ist etwas, was mich schon die ganze Zeit immer an diesen Dingern stört.
Das ist etwas, was mich schon sehr, sehr lange stört. Ich meine, sorry mal kurz. Sorry, dass ich euch jetzt hier mega unterbrechen muss, ne? So, ach shit, falscher Dings. Sieht das nicht genauso aus wie das Ding, was sie fahren? Ich meine, literally? Ist es nicht genau so? Sind wir uns nicht einig, dass es genau... Okay, gut, fuck this. Ach, Mann. Why am I such a tool? Why am I... Ah, nicht der Chat. This one. Just saying. Ach ja, genau, das war das. Den Link wird aufgenommen. Sammeln Sie den Kugeln. Yada, yada, yada. Klingt knuffig, tut weh. Strom schmeckt, aua. Man sah mein was? Mein was? Was? Wait, what? Nee. Warte mal. So, okay. Ist alles so dinkel hier. Verwunschenes... Ist das Schloss Disney und sie nennen es Verwunschenes Reich? So ein bisschen... Ne? Es sieht aus wie Schloss Disney, nur nennen sie es Verwunschenes Reich. Und wieso würde mich das nicht mal stören? Ja gut, du darfst mich stalken. Find mich erstmal und dann reden wir weiter. Ach, das ist fucking Dornhöschen. Sag das doch. Sah aus wie Schloss Disney. Meine liegt gar nicht mal so weit entfernt von Verwunschenes Reich, ne? By the way, wer schneidet die ganzen Bäume zu Würfeln? Na gut, Tragica, du auch, aber dann ist Schluss. Das ist Minecraft. Ja, das sind, ne, Nicht-Herzlose. Sind genauso interessant wie Nicht-Along. Oh, Alter, Minecraft für Kingdom Hearts 3 confirmed, ey. Seid mal ehrlich, findet ihr die Dinger nicht auch absolut... Nee. Ich meine, guckt, es sind genau... Die sind genau wie Herzlose, nur... Nur nicht interessant. Als hättest du einem Herzlosen einfach sämtlichen Charakter genommen. Das mal probieren. Ich wollte gerade sagen, wieso dauert das jetzt immer noch so lange? Ich meine, das war damals auf der PSP so. Vor allem, das sind genau dieselben. Das habe ich echt nicht mehr so in Erinnerung, dass die Gegner wirklich 1:1 fast dieselben sind. Nur irgendwie... weniger schön. Schmeißen. Ah ja, stimmt. Wind ist ja hier was anderes. Es sind Herzlose, nur absolut ohne Charakter. Die unversierten Klinge Kingdom Hearts 3 zurück. Come on, die will doch keiner. Unversiert, wie scheiße klingt das auch. Ja, stop Naruto running. No, you don't.
Ich meine, warum konnte man nicht einfach schlicht und ergreifend wieder Herzlose verwenden? Was ist so schlimm an Herzlosen? Ich meine, ich persönlich mochte die immer. So jede Art von Herzlosen. Es war irgendwie... Ne, es hatte was Persönliches schon fast. The wind guard me. Gut, dass Andy nicht hier ist. Den Speicher brauchen wir jetzt mal nicht. Luftballon! Es sind gerade echt 30 Grad zu viel, ja. Mir geht's gerade echt... Ui. So, gib mir mal eine... Ja, das habe ich doch begriffen, das weiß ich doch. Meine Güte, ich weiß es doch. Meine Güte, ich habe es begriffen. Oh, Alter. Ja, man konnte ja wirklich all so ein Zeug machen. Das levelt ja auch so auf. Das war das einzig Coole, was ich damals fand, dass die ganzen Sachen aufleveln können. Das war so das einzig Coole. Genau, das war das. Und das konnte nachher auch aufleveln. Das war cool. Und vor allem die Abschlusskombos, dass man je nachdem, glaube ich, was man macht, ja, je nachdem... Ah, ja, I remember. I like this. Müsste ich Secret Stories auch machen? Habe ich keine Ahnung von. Hör ich jetzt zum ersten Mal. Genau, Items ist ja Schwerter. Meine Güte. Fähigkeiten. Ach ja, stimmt ja. Sonderfähigkeiten, da war ja was. Uiuiuiui, da ist eine Menge Zeug. Hab ich das nicht vorhin? Ja, Berichte sind sowieso immer neu, also von daher, da brauche ich gar nicht rein. Mein Handtuch nass und pack es ja in den Nacken bzw. über die Schulter. Ja, okay, das wäre vielleicht noch eine Idee. Das wäre wirklich noch eine Idee. So ein Unversierter denkt sich auch nur, Kimi no san shite! Wow. Hot Dogs. Damit müssen wir leben, Kenners. Sommer. Im Winter müssen wir nicht damit leben, weil dann das Fenster zu ist. What's this? Why aren't you asleep, boy? That fool Flora cast a spell to put everyone in this castle into a deep, deep slumber. Who are you? Why, I am Maleficent, as all who dwell in this kingdom would know. Now you must reciprocate the introduction. Who are you? I'm Terra. What do you know about those monsters? The ones who attacked me. Am liebsten würde ich jetzt auch weiterhin sagen, das sind Herzlose. Aber das Problem ist, dann kommen auf YouTube nachher wieder die ganzen Leute von wegen, das spricht man aber so aus. Das ist aber falsch, was du da sagst. Und ich denke mir so, Alter. Hast du nichts zu tun, außer mir vor 5 Jahren einen Kommentar zum Video von vor 5 Jahren zu lassen? So etwas, was eindeutig als Joke ausgesprochen wurde? Jesus Christ. Oh, but wait. I do remember someone leaving the castle. Tell me, what was he doing there? Hey, Shednik. I couldn't say. I can only be certain he was not from this kingdom. If you're curious, go see the castle for yourself. There, the entrance is past the bridge. Nee, wirklich. Perhaps he did speak about imprisoning the light. The light could be so many things. Could he have meant Princess Aurora? Aurora. Mensch, Terra ist aber auch ein ziemlich naiver Knödel, ne?
Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, sowas wie Malefiz und... Oh, guck mal, Herzlose! Ich sag ja, am liebsten würde ich sie die ganze Zeit Herzlose nennen, aber dann weiß ich ganz genau, was ich mir wieder für Bullshit anhören darf. Sag mal, das hier mit den Styles fand ich eigentlich noch richtig cool eigentlich. Vor allem später, was man damit noch bekommen hat, war richtig cool. What's up? Nenn es einfach herzlos. Ich würde es so gerne. Ich würde das so gerne machen, aber ich sag ja. Ich hatte letztens erst so einen Bilbo, der mir hier auf meinem Chain of Memories LP, ne? Was literally ein paar Jährchen auf dem Buckel hat mittlerweile. Kommentare hinterlassen von wegen, oh, du weißt ja gar nicht, wie man das ausschreibt, obwohl das mittlerweile, ne? Es ging um Gravas, sagen wir es mal, um es mal in Kontext zu packen. Es ging um Gravas. Und Gravas heißt ja eigentlich Garvas. Wir haben es nur irgendwann uns zum Joke gemacht, das Ding Gravas zu nennen. Ne? Wir remembern. Erinnern wir uns dran, das war so. War schön, war ein Inside-Joke, war funky. Und da meinte einer wirklich unter fast jeden Part zu schreiben, das heißt aber gar was. Du hast doch gar keine Ahnung. Und ich denke mir so, Alter. Ich komme von jemandem, der nichts Besseres zu tun hat, als so einen Blödsinn zu verzapfen. Antigiraffe. Ich renne jetzt erstmal noch mit dem Ding, mit dem Set rum, was ich hab, weil... Es tut seinen Job gut. Für mich ist es und bleibt da Gravas. Und da wird mir auch keiner was anderes sagen. Ich habe ihn geblockt ganz einfach, weil er irgendwann auch beleidigend wurde. Und dabei habe ich gelernt, dass Leute auf YouTube blockieren ätzender ist, als ich erwartet hätte. Du kannst ja Leute nicht mehr einfach nur blockieren, nee. Du musst ja jetzt mittlerweile, wenn du dir so einen Kommentar liest, was auch immer, sei es beleidigender Blödsinn, entweder du silenced jemanden nur, was du machen kannst. Aua. Was aber nichts bringt, weil er dann meistens seinen Scheiß noch weiter unter deine Videos schreiben kann. Oder du gehst diese extra Meile, weil YouTube es nicht für nötig hält, sowas ein bisschen unkomplizierter zu machen. Und du gehst auf seinen Kanal, guckst dir seinen trashigen Kanal-Trailer an. Und dann musst du erst auf seine Kanalinfo und da darfst du denn seinen Arsch dann auf die Blockliste setzen. Es ist fucking disgusting. So unglaublich nervig. Okay. Ventus, dich benutze ich häufiger mal. Hast es ja mit ihm hier gar nicht mal so doof. Man kann ja auf YouTube schreiben, welche Kommentare nicht in die Kommentare kommen sollen. Ja, aber ich kann mich ja jetzt... Ich könnte jetzt mich hinsetzen und über Stunden und Stunden eine Blacklist zusammenstellen und dann werden am Ende Leute geblockt, die ich gar nicht blocken möchte. Deswegen... Ja. Ich bin ja nicht wie YouTube, wo sich denkt, wir schmeißen mal eine Maschine drauf und sagen einfach so, es wird schon gut gehen. War bei der PSP nie so schlimm. Au contraire. Au contraire. Meine PSP-Version war, selbst wenn ich hier diesen Style-Change auf Arc hatte zum Beispiel, war unglaublich langsam. Glorious. Gloria Borgert. They grant the power to rule all worlds. What do you mean? Why, that key you hold, the keyblade. Ich sag ja immer noch, wenn YouTube wirklich mit der Abo-Box rumexperimentiert, ist Game Over. Dann ist Game Over.
No more continues. Will get you nowhere, child. If you wish to learn more, you must retrieve the heart of Aurora. And why would I ever want to do that? It's not a matter of why, but of will. Wait, what? In your heart, there is darkness just waiting to be awakened. Könnt ihr auch nicht in eine Blechdose reden? I don't know what you're talking about. I don't feel so good. Perhaps not yet. But I have power over sleep. And I can awaken what's inside you. Then you will be free to be who you truly are. Remember, the darkness lurks in every heart. Darkness is our foe. Would that we could be rid of it. You must destroy it. Du bist ein fucking... darkness down. Give it no quarter in your heart. Du bist ein fucking Hypocrite! Hat dir das mal jemand gesagt? Vorhin sülzte mir noch die Ohren voll... Gleichgewicht, Licht und Dunkelheit. Fucking Hypocrite. Strobe Lights? Bei mir lief es auf der PSP absolut nicht gut, sagen wir es mal so. Mensch, Terra, was kannst du eigentlich? To think that all he spoke of was and will be true. What? How did it... What did I do? What did you do? You speak as if I pulled some invisible strings. You did. No, you couldn't be further from the truth, child. I simply whispered to the darkness you already held inside. How could I do this? Then! Yes, now. You want to know where Xehanort went. Bloß keine Lippen synchronisieren. Well, that I cannot answer. He disappeared into the darkness. But now I know the Keyblade is necessary to gather hearts. Join me. Collect 6 more hearts of pure light. Then we will rule all the worlds together! You seem to be mixed up. I'm a peacekeeper, not a tyrant. Plus, du konntest ihn gerade eben ziemlich easy manipulieren. Why not doing it again? You're a peacekeeper. You're off to an exceptionally poor start. Remember this. The darkness in your heart cannot be held. Sie redet wirklich langsam, Shadney. My work here is done, as is yours. My work here is done, but you haven't done anything. You needed to chase. Wait. Sicker move, though. Really sick move. The Unburst. They're gonna bring down the castle. I have to do something. Die Unversierten. Wait. What? Hab ich mir nicht jetzt eben... Hat er sich nicht eben gerade noch gesagt so... Nö, ich möchte mit deinem Scheiß nichts zu tun haben und auf einmal... Well, summon me if you like to. Oh mein Gott. Das sind so Sachen, die mir nie aufgefallen sind in dem Spiel. Weißt du, können wir Malefiz nicht gegen meine Drachen-Waifu eintauschen? Wäre das möglich? Toru wäre mir gerade um so vieles lieber. Ah, genau. Hier kann man den ganzen Scheiß kaufen. Ja, das habe ich doch alles Moment, Grätsche habe ich nicht, aber blocken können die nur kaufen, aber das ist ja Blödsinn. Ich meine sowieso, alles, was wir jetzt gerade kaufen können, ist eigentlich ziemlicher Blödsinn. Na. Kommando-Decks. Kommando-Vision. Wir können ja mal...
Ach, können wir gar nicht. Das ist ja doof. Aber wir können... Die beiden könnten wir zusammenballern. Na, noch nicht. Not yet. Na, da musst du sie besiegen. Hast du Bock drauf? Nee, ich hätte sie lieber gern einfach als Link, sodass ich dann einfach sag so, Babe, würdest du mir gern helfen? Hast du gar Zeit? Ich esse auch dein... Okay, nee, sorry. So, okay. Boah, Herzlose. Herzlose. Keine Unversierten. Manchmal frage ich mich, warum mich Leute überhaupt gucken. So viele coole Sachen, die man lernen kann eigentlich. Soweit ich mich zumindest noch erinnere. Mein Terror ist einfach so mal... Er ist basically der Beef-Lord unter den ganzen Leuten. Ich weiß gar nicht, bleiben die Herzen von den D-Links eigentlich? Warum sollten wir dich nicht gucken? Oh, ich kann dir genügend Gründe nennen. I can give you enough reasons. Autokonter. Cooler Zeug. Wow. Ich glitsch einfach nur durch die Gegend. Die Unzensierten. Erzähl die Gründe. Oh. Just watch. Das Ding ist merkwürdig. Yix! Achso, ja genau, das war da. Au. Komm, nur rein aus. Also. Geht grad gar nicht. Okay. Okay, hast begriffen. Na komm mal her, ich geb dir auf den Korb. Okay, der macht mehr Schaden, als ich gedacht habe. Eigentlich mal alles, was er tut, ist dumm rumspringen, right? Ja. Okay. Ach so, wenn sie voll ist. Ich dachte, es ist, ne... Ach, hätte ich... Ich hätte einfach auf einen neuer Versuch machen sollen, wa? Hm. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Ja, ich dachte, es wäre egal, ob die voll ist oder... Ich meine, sie war ja fast voll. Von da habe ich gedacht, so komm, dann man wird ja wohl nicht so soßig sein. Probably, man war soßig. Jetzt muss ich wieder gegen Herzlose kämpfen.
Ich bin mal gespannt, ob ich es so weit betonen kann, bis es irgendwann der Letzte verstanden hat, you know? Aha, okay. Oh mein Gott. Wirst du Birth by Sleep 2 machen? Birth by Sleep 2 existiert nicht. Stimmt, Fokus. Ich habe ganz vergessen, dass ich den jetzt ja noch hab. Das Game hat so viele fucking Mechanics. Meine Güte. Sag mal! Das hat gar nichts gebracht. Wunderbar. Wo kam das Ding denn jetzt her? Meine Güte, lass ihn nochmal anvisiert. What did he done? Was hat der gemacht? Ach so, kann man dir... Weißt du was? Fuck that, all that fancy shit. Ah, da springt er nochmal. Da liegt Shit. Ihr versteht, ne? Ich wollte den Scheiß auf Veteran machen. Ja, bei dem Wetter. Mhm. Ja, ich hätte den Controller jetzt schon geschmissen. Say it's the boss, just saying. Also, mit dem, ne? Also das Blocken muss ich noch ein bisschen, ne? Das Timing dazu ist ein leichter Bullshit-Faktor. Geiles Aim, dude. Warum hat man das Blocken nochmal? Wozu ist das gut? Ich sehe da... Ja. Oh, Sommer, Sonne, Wonnenschein. Komm. Wir brauchen noch immer keine 30 Kamerafahrten, bis ich den Kampf neu starten will. Danke dafür. Loading. I'm so loading. Take that!
Ah, jetzt bist du ein Pony, okay. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. It's my fault her light was stolen. It was because I was weak. I'm sorry. I'll get your light back. Once I learn to stand up against the darkness. Why would Master Xehanort imprison the light? The purest hearts of light. Do they hold the answer? Seven pure hearts, each completely void of darkness. Such a search may take some time. Ich sag's gerne nochmal. Warum ihn nicht nochmal manipulieren? Du hast es offenbar super easy einmal gemacht. Why not doing it again? Just saying.